Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Lichterfest lockt Tausende an den Zwickauer Schwanenteich. Dennerritz begeht 700-jähriges Bestehen und Magazinstraße feiert drittes Straßenfest. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Abendmagazin Tagaktuell vom Montag. Und wir beginnen diese Sendung mit einem kleinen Servicebeitrag für alle Autofahrer. Denn in Plauen ist seit heute der neue Blitzer auf der Friedensstraße in Richtung Dittrichplatz aktiv. Das sollte eigentlich schon viel eher geschehen, aber, wie es offiziell heißt, gab es technische Probleme. Die Anwohner vermuten aber eher etwas ganz anderes. Der Blitzer war zum Teil von einem Ast verdeckt, so dass auf den Fotos allenfalls Blätter zu erkennen gewesen wären. Naja, manche Autofahrer hätte das sicherlich gefreut. Wir kommen nun zum ersten Filmbericht der heutigen Sendung. Das romantische Lichterfest hat am Samstagabend wieder tausende Menschen an den Zwickauer Schwanenteich gelockt. Neben unzähligen Kerzen brachte aber vor allem die Musik die richtige Stimmung für dieses Event. Mit dem großen Publikumszuspruch war das Lichterfest die am stärksten besuchte Veranstaltung im Rahmen des Schumannfestes 2017. Anfänglich war es von oben noch ein klein wenig nass, aber das schien an diesem Abend keinen zu stören. Die Menschen flanierten um den Schwanenteich herum und hatten die Qual der Wahl, welche der musikalischen Darbietungen sie anhören wollten. Das Theater war mit einem Stand vertreten und gab den Besuchern die Möglichkeit, in verschiedenste Rollen zu schlüpfen. Wir haben eine ganze Menge Theaterkostüme mitgebracht. Die Leute können die bei uns mal anprobieren. Je nachdem, wir haben wirklich ganz, ganz verschiedene Sachen mitgebracht. Ihr könnt die fotografieren. Wir haben unseren Fotograf mit. Das kostet 1 Euro. Und das kommt relativ gut an. Trotz dem Regen ist es so, dass die Leute das trotzdem wollen und bereit sind zu warten und mal einen bunten Fummel anziehen. Die anfänglichen Regentropfen hielten sich aber in Grenzen. Beim vergangenen Lichterfest vor 2 Jahren hatten die Mitwirkenden mit einem ganz anderen Wetter zu kämpfen. Damals waren es tropische Temperaturen und dazu kam die Tatsache, dass keiner damit gerechnet hatte, dass so viele Leute kommen würden. Vor 2 Jahren war es wirklich sehr, sehr chaotisch. Da war es zu warm und da waren einfach zu viele Leute da. Und wir haben 4 Stunden durchgängig fotografiert und die Leute haben bis zu 1,5 Stunden warten müssen. Da ist es heute wirklich angenehmer. Dichter Andrang war auch an der Bastelstation. Hier konnten die Besucher Schwimmlaternen gestalten, die zu späterer Stunde zu Wasser gelassen wurden. Auch hier waren die Organisatoren besser vorbereitet als vor 2 Jahren. Damals ging das Bastelmaterial schnell zur Neige. Da waren wir indoor. Der Haupteck des Lichterfestes war diesmal Kitty Hoff mit ihrer Band Forêt Noire. Sie waren zum letzten Mal vor 7 Jahren in Zwickau, damals im alten Gasometer und nun Open Air am Schwanenteich. Für sie eine Traumkulisse für ein Konzert. Auf jeden Fall. Also jetzt gerade ein bisschen schade mit den Regentropfen, aber die hören bestimmt gleich wieder auf. Nein, das ist super schön hier. Das ist eine ganz tolle Location. Passt auch gut hierhin, glaube ich. Knallt der Startschuss in der Nagel, neues Leben rums, springe ich auf selbstgebaute Floß, krasch, taufe ich die Fahrt mit der Champagnerflasche, ritsch, reißt die Leine sich vom Ufer los, ich sprenge alle festgezurrten Seemannsknoten und werfe mein Gepäck ins offene Meer, dann stemme ich mich gegen alle Wirbelstürme und schreie mir die vollen Lunge leer. Stilistisch boten Kitty Hoff und ihre Band eine Mischung aus Jazz und Chanson. Inhaltlich war es, man möchte es kaum glauben, Robert Schumann. Die Kompositionen des Romantikers waren so raffiniert verpackt, dass man schon genau hinhören musste, um das zu erkennen. Kitty Hoff schafft es damit, auch ein gänzlich neues Publikum für Schumann zu begeistern.
Also auf jeden Fall zieht das auch Leute an, die mit Klassik gar nicht so viel zu tun haben, vielleicht auch als gewissen Einstieg oder, also das war immer ganz gemischt und das macht es ja auch aus, das macht's, hält's lebendig. Kitty Hoff hatte eine klassische Musikausbildung, kam dann zum Jazz und Chanson und absolvierte einen Meisterkurs bei der unvergessenen Brecht-Interpretin Gisela May. Schumann scheint dabei eine Konstante in ihrem musikalischen Schaffen zu sein. Also ich habe tatsächlich diese Schumann, also ein paar von diesen Stücken im Klavierunterricht gespielt als Jugendliche. Und jeder, der das mal gespielt hat, weiß ja, dass die sehr schwer sind. Also die heißen zwar Kinderszenen und sollen so Kinderstückchen sein, sind aber, wenn man die schön spielen will, richtig schwierig. Genau, deswegen hatte ich das so ganz lange so in meiner Erinnerungsschublade und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt machst du da was damit. In ihrer ersten Moderation sagte Kitty Hoff dem Publikum, dass der Regen bald vorüber ist und gleich die Sonne scheint. Was keiner glauben mochte, die Sonne kam tatsächlich heraus und tauchte das Schwanenteichgelände in ein romantisches, warmes Licht. Wie kommt man eigentlich auf die Idee, Schumanns Musik in ein gänzlich anderes Genre zu verpacken? Also ich weiß gar nicht, ob das grundsätzlich geht, aber ich fand halt, dass bei diesen Kinderszenen, weil das sind ja ganz bewusst sehr einfach gehaltene romantische Melodien. Und da gab es halt viel Raum für unsere Interpretation. Und da funktioniert das wunderbar, finde ich. Weil ich meine, Chanson ist auch oftmals sehr romantisch und hat immer eine tragende Melodie. Und das ist ja bei den Kinderszenen auch gegeben. Richtig ungewöhnlich war Kitty Hoffs Version der Träumerei von Schumann. Eine Bearbeitung für Zither und singende Säge. Richtig romantisch wurde es später am Abend, als die selbstgestalteten Schwimmkerzen zu Wasser gelassen wurden. Schumann selbst wäre sicher begeistert gewesen. Den Abschluss bildete der Auftritt der Feuerkünstler Ignis Draconis. Doch da zog schon wieder die nächste Wolkenfront heran und der Wind machte es ihnen zunehmend schwer. Doch der romantischen Atmosphäre des Abends tat das mit Sicherheit keinen Abbruch. Mehr ging nicht. Man könnte suchen, wie man wollte. Es war einfach kein Haar in der Suppe zu finden. Was am vergangenen Wochenende in Denneritz über die Bühne ging, das sucht seinesgleichen. Höhepunkt der 700-Jahr-Feier bildete der Festumzug mit 80 Bildern. Über 350 Denneritzer hatten sich große Mühe bei den Vorbereitungen des Umzugs gegeben und wurden dafür mit einem Kaiserwetter belohnt. Wie viele Denneritzer an diesem Samstag zu Hause blieben, man kann es schwer schätzen. Es waren mit Sicherheit nicht sehr viele. Über 350 Mitwirkende nahmen am Umzug teil und unzählige Zuschauer säumten die Straßen. Schon vor Umzugsbeginn lag Spannung in der Luft. Spannt den an! Die entlud sich dann gegen 13 Uhr buchstäblich mit den Salven der Schützen. So langsam Reihe, Bälle hoch! Die Startschüsse verhallten und der Lindwurm setzte sich am Ortseingang Lauenhainer Straße in Bewegung. Im Schnitt war der Umzug 2 Kilometer pro Stunde schnell oder langsam und bis er schließlich an der Kirche ankam, dauerte es gut eine halbe Stunde. 3 Bühnenmitsprechern waren vorhanden, am Start, an der Kirche und am Ende in unmittelbarer Nähe zum Festplatz. Die aufwendig geschmückten Wagen stellten die Geschichte des Ortes dar. Circa 2,5 Kilometer war der Zug lang. 2 Kilometer pro Stunde hört sich nicht gerade schnell an und dennoch verging die Zeit wie im Flug. Manches Bild hätte man sich gerne noch länger ansehen mögen. Hallo.
dem Festumzug strömten die Zuschauer Richtung Festplatz. Unterwegs konnte man viele neue, originelle Puppen entdecken. Das ganze Dorf war voll davon. Erster Anlauf auf dem Festplatz war für viele Gäste der Ochs am Spieß. Der hatte zu diesem Zeitpunkt schon mächtig abgenommen. Das Gerippe versetzte so manchen in Panik. Auch mein Kollege Udo Rupp-Kalvis sicherte sich noch schnell eine Portion. Im Gedränge fanden wir auch den Bürgermeister der Gemeinde. Und der war, wie konnte es anders sein, genauso begeistert wie die Besucher und die Einheimischen. Der Umzug ist jetzt vorbei. Fällt Ihnen da so ein bisschen auch ein Stein vom Herzen? Alles super gelaufen? Der Umzug war ein sehr schöner Umzug mit vielen Bildern und die Begeisterung der Zuschauer hat man ja alles gemerkt. Sie waren alle voll dabei beim Umzug und ich möchte nochmal meinen Dank bei allen Organisatoren aussprechen, dass hier ein schöner Umzug hier in Demmeritz aufgeführt wurde. Machen wir mal einen Rückblick. Also so einen Umzug auf die Beine zu stellen, das geht nicht mit 3-4 Hanseln. Da braucht man wahrscheinlich so einen Rückhalt des gesamten Dorfs, oder? Ja, so ein Umzug geht nicht alleine. Da muss die ganze Einheit zusammenspielen im Dorf. Es müssen aber immer wieder Personen sein, die das in der Hand nehmen. Und es war ein Festkomitee von zig Leuten. Die haben das alles in der Hand genommen, um den Umzug so zu organisieren, wie wir ihn heute gesehen haben. Könnte sich Zwickau fast eine Scheibe abschneiden. Nächstes Jahr sind die dran. Ja, Zwickau können wir nur mit diesem Umzug und mit diesen Organisationen von unseren Leuten nur einmal sagen, nehmt euch ein Beispiel an der Gemeinde Demmeritz. Gott, wer? Gott, wer? Gott, wer? Prost! Auf dem Festplatz ging es dann weiter mit Musik. Das Zelt füllte sich erst gegen Abend. Am Nachmittag genoss jeder noch die Sonne. Ja, das schönste Show. Das ohne uns Wahnsinn. Hallo. Wer mochte, konnte sich die Wagen noch einmal in Ruhe anschauen. Direkt neben dem Festplatz wurden sie eigens dafür aufgestellt. Einige Umzugsteilnehmer hatten es so gemütlich auf dem Gefährt, dass sie dieses da nicht mehr verlassen wollten. Warum auch? Es war ja alles da, was man brauchte. Fazit des Jubiläums: Wir hatten es bereits gesagt, mehr ging nicht. Werbung. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 65.000 Kindern bieten wir ein gutes, sicheres Zuhause und Wohnumfeld. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. 14. Saxoniade, internationales Festival für Jugendblasorchester in Hohenstein-Ernsthal vom 22. bis 25. Juni. Konzertstimmung mit Klassikern und Hits nonstop, traditionell und modern. Erleben Sie Freitag und Samstag die Wertungsspiele sowie abends Musik und Show nonstop im Hohenstein-Ernsthaler Hot-Sportzentrum. Die atemberaubende Musikschau der Nationen mit 500 Musikern findet Samstag um 15 Uhr auf dem Zwickauer Hauptmarkt und 18 Uhr am Hohenstein-Ernsthaler Hot-Sportzentrum statt.
Sonntag um 11 Uhr startet das Preisträgerkonzert im Hohnstein-Ernsthaler Schützenhaus. 14. Saxoniade, internationales Festival für Jugendblasorchester in Hohnstein-Ernsthal vom 22. bis 25. Juni. Wer den Shuttle-Service nutzen möchte, wird gebeten, sich telefonisch anzumelden unter 03723 3398. In der Woche sind ja im Sportpark Zwickau ungefähr 70 Kurse im Angebot, verschiedenste Art und Weise. Ein großer Renner ist auf jeden Fall die Rückenfitness und die Wirbelsäulengymnastik. Und auch Bauch, Beine, Po und Yoga wird angeboten. Und die sind eigentlich anhaltend sehr gut besucht und werden sehr gut angenommen von den Leuten. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Krimitschau hat einen neuen Oberbürgermeister. Der parteilose André Raphael, von der CDU ins Rennen geschickt, setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Amtsinhaber Holm Günther mit 118 Stimmen Vorsprung durch. Im ersten Wahlgang war das Ergebnis noch umgekehrt. Die Wahlbeteiligung lag gestern bei 50,9%. Am 7. August tritt der 54-jährige Rechtsanwalt sein neues Amt im Rathaus an. Frank-Frieder Vorberg ist neuer Vorsitzender des AfD-Kreisverbandes Zwickau. Er wurde am Wochenende auf dem Kreisparteitag mit 95,2% gewählt. Der 62-Jährige war bislang Stellvertreter von Sven Itzek, der aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war. Auf dem Kreisparteitag wurde auch der bisherige AfD-Direktkandidat für die Bundestagswahl abgewählt. Dafür hatten sich 56 Mitglieder ausgesprochen, 2 waren dagegen, bei 4 Enthaltungen. Der Kreisvorsitzende Vorberg kündigte für die Bundestagswahl nun einen Zweitstimmenwahlkampf an. Das Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum veranstaltet am Samstag einen Tag der offenen Tür. Von 10 bis 16 Uhr soll den Besuchern der Neubau Haus 6 vorgestellt werden. Bevor die Kliniken dahin umziehen, haben die Gäste die Gelegenheit, Stationen, Funktionsbereiche und Operationssäle zu besichtigen. Darüber hinaus werden auch kurze Fachvorträge zu verschiedenen medizinischen Themen angeboten. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Das Thema Innenstadtbelebung in Zwickau erregt nach wie vor die Gemüter. Da werden Gesprächsrunden veranstaltet, um Lösungsansätze zu finden, mehr Besucher in die Stadt zu ziehen. Ein Beispiel mit positiver Resonanz war die kürzlich veranstaltete Aktion Zwickau blüht auf, an der sich zahlreiche Geschäfte und Händler beteiligt hatten. Eine Veranstaltung, die am Samstag bereits zum dritten Mal über die Bühne ging, war das Straßenfest auf der Magazinstraße. Die Initiative, in der Magazinstraße ein Fest zu veranstalten, kam von Silvia Keller vom Kanzshop Keller. Also die Idee ist eigentlich entstanden. Wir haben bei uns immer im Dorf ein Straßenfest und so hatte ich alle Händler mal angesprochen und gesagt, wir könnten doch eigentlich mal hier unsere Straße beleben und könnten mein Straßenfest organisieren. So ist es eigentlich entstanden. Wir haben dann an Hüpfbogen gedacht und wir haben Glitter-Tattoos gemacht. Jeder hat sich was einfallen lassen. Also ist eine ganz tolle Sache geworden. Und es wird auch eigentlich von den Kunden sehr gut angenommen. Natürlich soll es auch ein Dankeschön für unsere Kunden sein, die uns die Treue halten und auch mal, dass wir jetzt nicht diese Umsätze machen, wissen wir, aber mal auf unserer Straße interessant machen, das war eigentlich unsere Initiative. Auf der Magazinstraße gibt es ja jede Menge Läden, wenn man sich hier genau umschaut. Mhm. Erzählen Sie mal, was ist so alles hier präsent? Also bei uns geht es ja los. Wir haben von Eigenart Isch, natürlich die Müller-Drogerie nicht zu vergessen, die sich auch mit seit 2 Jahren jetzt mit integriert, was auch für sie immer sehr schön ist. Dann haben wir Kopien, wir haben Brillenbauer, wir haben auch diesmal Gäste auf unserer Straße, die es sehr schön fanden. Dann die Reisebüros ist natürlich Luxor, wir haben für die jungen Leute Mode. Dann natürlich unser Kindergeschäft, dann haben wir Schuhe, preiswerte Schuhe. Also es lohnt sich wirklich, hier vorbeizukommen. Bodyschick um die Ecke ist ja auch bei uns immer mit da. Wir arbeiten immer sehr gut zusammen. Wir machen auch zusammen Modenschaus, Schuhenschauen. Das lohnt sich halt natürlich. Ne? Also lohnt es sich in Zwickau von den Händlern her durchzuhalten und einfach zu sagen, Mensch, es müsste doch mit dem Teufel zugehen, wenn in Zwickau hier noch sich ein bisschen was bewegt. Ja, wir müssen uns auch selber immer mal ein bisschen an die Nase fassen und müssen auch mal sagen, wir dürfen nicht immer nur schimpfen. Es ist eine schwere und eine harte Zeit, das wissen wir alle. Aber wir müssen natürlich auch was dafür tun. Und dafür sollte auch jeder sich mal was einfallen lassen und solche Initiativen ergreifen für die Kunden.
In einer Modenschau präsentierten sich dann die Kleinsten und stellten neben Modellen aus dem Kanz-Shop-Keller auch gleich noch Brillen aus dem Geschäft Die Brillenbauer vor. So, jetzt kommen unsere Modelle, die aus Leipzig gereist sind. Neben Bekleidung für Babys und Kleinkinder findet man im Kanz-Shop-Keller auch tolle Mode bis Größe 176. Neben tragbarer Mode von Bodychic wurden dann noch Schuhe für jeden Anlass von Shoes to Go präsentiert. Ihrem Bewegungsdrang konnten die Jüngsten auf einer Hüpfburg nachgehen. Ein Hingucker bei der Modenschau war die Mopsdame Lilly. Sie begleitet jeden Tag ihre Besitzerin Ina Petzold, die schon 20 Jahre einen Hundesalon betreibt und kürzlich in die Magazinstraße 1A umgezogen ist. Also ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich möchte nichts anderes tun. Und ich weiß ja aus eigener Erfahrung, die Hunde fühlen sich hier richtig wohl. Was ist dein Geheimnis, was ist die Philosophie, dass die Hunde dir vertrauen, dass du sie hier baden, schneiden kannst und was du alles anbietest? Ich knutsche sie. Nee, ich bin wahrscheinlich im letzten Leben selber Hund gewesen. Spaß beiseite. Du bietest an, Hunde zu trimmen, zu kämmen. Du hast hier jede Menge... Ja. Wir machen eigentlich alles für einen Hund, aber nur so weit, wie ich es vom Hund verantworten kann. Das heißt, wenn du merkst, der Hund fühlt sich nicht wohl, brichst du ab und sagst das dem... Ja, es gibt Sonderwünsche, wo ich nicht mitgehe. Das mache ich nicht. Also das Wohl des Tieres steht dir... Steht im Vordergrund und man kann mit den Kunden oder den Besitzern, man kann über alles reden. Man muss ihnen vieles erklären, was nicht möglich ist. Und gewisse Sachen tue ich dann verneinen. Das mache ich nicht. Also fühlen sich die Hunde und Hundebesitzer bei dir bestens aufgehoben? Und man sieht es ja an deiner Lilly, die immer an deiner Seite ist. Ja, ich würde mal sagen, die fühlen sich bei mir wie ich beim Zahnarzt. Ja, anbieten tun wir eigentlich alle Pflegeartikel. Etwas Spielzeug. Im Winter kommen die ganzen... Wintersachen, ne? Was ja fürs Tier unter Umständen notwendig ist. Ja, und wir betreuen auch die Besitzer mit, psychologisch, geben Tipps zur Erziehung und sonst was. Ja, was soll ich sagen? Also wie gesagt, 20 Jahre ist eine lange Zeit. Und wenn es gut geht, möchte ich es noch 10 Jahre machen. Dann wünschen wir dir alles Gute mit deiner Lilly zusammen. Ja, wahrscheinlich wird sie das 10 Jahre dann nicht mehr erleben. Aber du bringst uns noch einen Nachfolger, ne? Das schauen wir noch mal, ne? Schon erstaunlich, welche Vielfalt an Geschäften sich auf der Magazinstraße verbirgt. Man muss sich vielleicht nur etwas Zeit nehmen und genau hinschauen. Dann bis 2018, zur vierten Auflage des Straßenfestes auf der Magazinstraße. Mit Campus Total hat die Westsächsische Hochschule Zwickau am Samstag ihre Festwoche zum 25-jährigen Bestehen eröffnet. Am Sonntag folgte dann ein Geburtstagspicknick für jedermann auf dem Kornmarkt. Viele haben diese Einladung, gerade auch wegen des hervorragenden Wetters, gern angenommen. Wer wollte, konnte selbst einen Picknickkorb mitbringen, aber es gab auch die Möglichkeit, sich vor Ort verpflegen zu lassen. Nächster Höhepunkt der Festwoche ist morgen der offizielle Festakt der WHZ in der neuen Welt. Werbung. Willkommen bei dem Komplettversorger rund um Ihre Gesundheit, der Treitschke GmbH. Wir sehen im Patienten in erster Linie den Menschen.
Deshalb verstehen wir es als unsere Aufgabe, nicht nur die Mittel zur Linderung von Symptomen zu liefern, sondern vor allem mit Menschlichkeit und persönlichem Engagement das Leben ein Stück lebenswerter zu gestalten. Wir fangen den Menschen auf, hören ihm zu und nehmen ihm zahlreiche Herausforderungen ab. Einfach gesagt, wir kümmern uns. Das ist unsere Unternehmensphilosophie seit nunmehr fast 25 Jahren. Unser Team besteht aus hervorragend geschulten Mitarbeitern im Innen- und Außendienst. In den Bereichen Homecare, Orthopädietechnik, Reha-Technik und in unseren Sanitätshäusern stehen Ihnen unsere Mitarbeiter mit ihrem Fachwissen und ihrer oft jahrzehntelangen Erfahrung mit Rat und Tat zur Seite. Fordern Sie uns, wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft! Bei der WEWOBAU in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart Home Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWOBAU. Bei uns wohnt die Zukunft. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Wer bist du denn? Annabelle. Okay, dann leg mal los. Für alle, die es nicht jedem recht machen müssen. Der Citroën C4 Cactus schon ab 119 Euro im Monat. Citroën. Jetzt auch bei den Family Days der Citroën Grand C4 Picasso schon ab 179 Euro im Monat. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Das Wetter präsentiert Ihnen Ihre Goldbrötchenbäckerei Jansröhr aus dem idyllischen Vogtland. Bei jedem Wetter die richtige Wahl. Am Dienstag lässt sich anfangs noch hier und da die Sonne sehen. Später zieht sich der Himmel zu, es bleibt aber trocken. Bei einem mäßigen, teils stark böigen Westwind erreicht das Thermometer 11 bis 19 Grad. Hier sind die Wetteraussichten bis Freitag. Freundlich und niederschlagsfrei geht es die nächsten Tage weiter. Dadurch erwärmt sich die Luft am Donnerstag bis auf 28 Grad und die Gewittergefahr nimmt zu. Am Freitag kühlt es sich wieder etwas ab. Dann werden nur noch 19 Grad erwartet. Das war Tag aktuell vom Montag. Ich würde mich freuen, Sie morgen wieder begrüßen zu können. Natürlich an der gleichen Stelle, zur gleichen Zeit. Bei TV Westsachsen, 19 Uhr. Oder aber Sie klicken einfach mal im Internet rein. Schauen Sie mal auf unsere Webseite westsachsen.tv. Ihnen jetzt einen tollen Abend.